Okay. Oh, springt sogar an. Fährt sogar. Dann kann er schwimmen. Schwimmen kann er. Da braucht er keine Reifen für. Ja, dann steigt mal an hier. Fahren wir jetzt. Wir fahren jetzt. Passt aber gleich rein. Ach, guck mal, weißt du was? Ach, sicher. Jetzt ist ab ins Wasser direkt. Ja. Wie so ein Familienvan hier. Ja, schön, hä? Ja, aber dass der noch fährt, der hat ja keinen Sprit mehr. Oh oh. Ja, dann lass ihn doch am Land. Aber wenn er jetzt absäuft im Wasser, da kannst du nicht reparieren. Oder betanken. Und wir sind mittendrin. Was machen wir? Weiter? Sollen wir riskieren oder? Also dann können wir nicht mal reparieren oder betanken. Ja, dann müssen wir den am besten weiter hier ins, ja, ins Grüne irgendwo, fahren, ne? Ja, irgendwo wo er gedeckt ist. Hier links von uns sind auch Tannen. Ich hätte wissen, wo die nächste Tanke wäre, ne? Verdammt, die muss auf dem Klo. Ah, komm, das ziehst du noch durch, Thomas. Das musst du jetzt aushalten. Ja. Muss ich irgendwo in eine Flasche reinmachen. Quatsche Mülleimer. Ja, genau. Schön offener Papiermülleimer, so mit Löchern drin. So, dann sollen wir den hier abstellen? Oder wo? Oder ich würde den ja am liebsten ins Wasser fahren. Ich würde das jetzt ausprobieren. Ne? Ja, aber wenn er dann da keinen Sprit mehr hat. Oh, hast du den ausgemacht oder ist er ausgegangen? Ich hab den ausgemacht. Dieser Sprit sparen hier. Ich steig mal. Wie, ist da gar kein Sprit angezeigt oder wie? Pass auf, ich steig aus, guck. Guck rein. Da, bitte. Ja, hier ist ein Zombie. Dachte ich, hab hier zwei. Der ist doch, der ist doch überhalb voll. Der ist zwei Drittel voll getankt. Ehrlich? Ja. Pass auf. Dann ja, dann können wir auch fahren. Fahren wir jetzt. Ich steig aus. Du kannst weiterfahren, ja. Gut, dann steige ich jetzt wieder. Dann ist doch der weiße Strich oben unter den farbigen Anzeigen. Das ist die Tankanzeige. Ach, warte mal, ich setz mich mal rein, dann sehe ich das auch. Wo ist denn die View-Anzeige? Sprit-Anzeige, der ist auf jeden Fall noch fast halb voll. Ja, zwei Drittel sogar. Das Weiße ist der Sprit. Das geht. Und ich gehe mal zur Toilette. Alles klar. Hoffentlich glitscht der Zombie jetzt nicht durch den Motor an. Nee. Funktioniert das Licht? Ja, Tatsache. Sehr gut. Über den Zombie. Macht nichts. Ja, jetzt fahren wir ins Wasser und saufen ab. Ja. Schön wieder. Schön. Ja. Aber das Ding ist geil, der geht nicht so schnell kaputt, ja? Da können sie ruhig schön drauf schießen. Das stimmt. Also normale Waffen eigentlich haben da keine Schnitte. Eigentlich, obwohl die können die Reifen kaputt schießen, ne? Ja gut. Komm, ab rein. Zieht immer ein bisschen nach links hier so. Ja, lässt gleich, müsste gleich nachlassen. Ja, und jetzt. Ja, und schwimmt das? Schwimmt das? Ja, ist noch nicht tief, Herr Wasser. Und wie wird der auch immer langsamer? Oh, jetzt schwimmt er. Also manchmal. Ja, jetzt schwimmst du. Ihr seid hinten sogar den Düsenantrieb, man sieht den richtig. Ja, das sieht man richtig hinten. Ja. Wie geil ist das denn? Kann er auch tauchen? Nee. Nur wenn er ganz kaputt ist, dann taucht er für immer ab. Ich dachte, das wäre das Seerohr, was da oben rausguckt hier. Müsstest du eigentlich dran können, ne? Robert? Ja, Kommandositz, ne? Ja. Kannst du mit Mausrad auf Kommandositz? Tatsächlich, das Ding dreht sich. Guck mal, ja. Der kommt. Ah, geil. Ja. Ja. Oh, Auto-Restart. Restart. 5 Minuten. Oh, scheiße. Dann sollen wir mal gucken, ob wir an Land kommen irgendwie, ne? Ja. Ist sogar ein Rangefinder drin. Ach was, im Inventar? Nee. Ach so, in dem Gerät, ja. Mhm, ja. Ja, ja, ich war da auch schon mal dran. Aber auch Wasteland. Ah, jetzt ist ja nur ein offenes Gelände, da wollte ich den nicht unbedingt parken. Ja, dann fahr noch ein Stück im Wasser, da Richtung. Ja, im Wasser sind wir schneller, ne? Ja. Ja, dann kann ich ja schon mal hier wie mein Autopiloten einschalten. Oh, Autopilot an. Zack. Kurs.
Ach so, das geht jetzt ja nicht, ne? Ja, macht er jetzt. Ich dachte, dass die Engine kaputt ist, fährt ja noch ganz gut, ne? Ja. Ich meine, wir fahren zwar mit 10 km/h, aber wir haben halt Zeit. Genau. Was soll das? Habt nicht eilig, kein Stress. Wer weiß, wie schnell das ist. Oh, aufgesetzt irgendwo. Oh, fällt. Ja, 10 vor 7 haben wir. Ja, wir müssen auf jeden Fall aus dem Wasser raus, ne? Ja, da stand schon 5 Minuten gerade. Also nehme ich jetzt mal kurz. Ja, 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 ne? Genau. Hm. Aber wundert mich, dass er hier Wodnik genannt wird. Ja, ich wundere mich. Wodnik ist ja eigentlich. Wir kommen jetzt hier nicht aus dem Wasser raus, das finde ich jetzt viel blöder irgendwie. Ja, kannst du ja nicht nochmal schräg irgendwo anders lang? Vielleicht ist das eine ungünstige Stelle. Das ist jetzt... Im Moment passiert hier gar nichts mehr? Wenig auf jeden Fall. Oder kannst du rückwärts fahren? Ich versuche es ja. Also rückwärts hoch. Ah, der hat die Reifen ja kaputt. Naja, also jetzt. Sonst lassen wir hier stehen, dann kannst du wahrscheinlich auch da abhelfen. Ja, ja. Da kann man ja auch stehen. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir hier nicht wegkommen. Er ist ja rückwärts hoch, ja? Der fährt weder vorwärts noch rückwärts. Aha. Ja, vielleicht ist er jetzt auch ganz kaputt. Irgendwie. Naja, ich geh mal raus. Ja, kann man's helfen? Ja? Oh, wer springt denn da auf dem Dach? Mist. Stopp. Ja, dann. Ich bin mal. Inventar war nix, ne, oder? Ne. Ja, sollen wir ausloggen? Ja. Oh, Schuss. Auf mich wird geschossen. Bin tot. Ich war an diesem Gebäude da, wo die Leiter da dran hängt, links von mir. Da ist auch so ein Umspannwerk. Ich hab den Schuss gehört. Die Richtung. Ja, ich meine, was machen wir denn jetzt? Wie Nobody wurde getötet. Ja, der wurde gerade abgeschossen. Wir haben hier einen anderen Mitspieler. Oh, Scheiße. Nee, jetzt ist der Reif. Oh, Mann, wo ist der Reif? Hast du den gesehen, den anderen Spieler? Ich? Nee, ich habe nur die Richtung grob gehört. Fuck, jetzt steht jetzt wieder ein Reif, Mann. Und Robert ist tot. Ja. Ich sehe aber auch nichts. Kannst du den nicht looten? Ich weiß noch nicht mal, wo der ist. Der Robert. Scheiße. Da ist ja die Baustelle. Links von der Baustelle ist ein großes Technikgebäude. Das kennst du auch aus Arma 2. Ja. Da an dem Gebäude ist eine Leiter dran. Und unten vor der Leiter müsste ich jetzt eigentlich liegen, weil ich wollte nämlich gerade die Leiter hochgehen. Um zu gucken, ob da was auf dem Dach ist. Also ich sehe da aber keine Leiter dran. Da gucke ich, warte mal. Ach da, dieses Gebäude, ja, ja. Das meinst du wahrscheinlich. Dann weißt du, was das schnappt? Dann versucht die Klamotten zu schnappen. Oh, jetzt kommt. Scheiß Zombie, ist egal, ich geh jetzt hier weg. Sollen wir uns am Hangar treffen? Können wir machen. Hast du ihn gefunden? Nee, weder noch. Ja, also keinen von beiden. Dann guck doch mal, wo der Robert ist, weil ohne den Reifen brauchen wir hier nicht weg. Achso, ich weiß ungefähr, wo der Gebäude ist. Warst du schon oben auf dem Dach oder noch ganz unten? Ich war Robert. Unten. Ist noch ein Container, da gehe ich mal kurz hin. Boah, da
da in dem Gebäude, da stehen ja noch ganz viele Container. Tire Repair Kit und View Can. Aber ich bin proppevoll, oder kann ich das mal mitnehmen? Wer rennt da vorne rum? Du bist halt, ich, ne? Ja, ja. Nee, ich nicht. Ich bin im Hangar. Ich bin hier hinten im Hangar. Alles klar, alles klar. Zum Abschluss freigegeben. Achso, du brauchst ja noch was zu trinken, ne? Ich bin dabei. Nah auf den Fersen, ey. Technikgebäude? Was war das für ein Technikgebäude? Ist das so ein großes Gebäude, ja? Ich habe ihn abgeschossen. Echt? Ja, mit der Pistole, die letzten Schüsse. Ja, geil, dann schnappt ihr den Robert jetzt. Oh, Pharma ist schon mal gut. Glock, Kompass, Toolbox. Boah, die hat einiges dabei. Nimm mit. Hab ich. Wie liegt der Robert jetzt da noch? Also ich sehe hier noch ein Gebäude mit einer langen Leiter. Und da liegt der Robert. Der ist hier an dem Kran. Wo der fette Kran ist. Aber ich stehe nicht gut. Ja, da steht er doch. Mhm. Hast du auch eine Toolbox, Robert? Ja. So, ich habe auch eine. Ich kann auch mit einem Reifen machen. Welchen Reifen soll ich machen? Ja, Wheelhouse Kit brauchen wir für den Scheiß. Für den Reifen. Für den Sprit. Ich weiß nicht. Ich wechsle schon mal ein. LF2. Okay, dann mache ich den anderen. Blop, blop, guck mal. Naja, bei mir auch. Das sieht gut aus. Mal schon mal ausprobieren. Warte, ich habe noch ein bisschen hier was zum Repair. Ach ne, you need a liquid resin to repair the vehicle. Also. Da schau ich mal ein, ne? Versuch mal. Ja, dasselbe. Ja, voll, die Reifen sehen schön aus wieder, ja. Oh, das haben wir schön gemacht. Ey, das ist doch scheiße jetzt. Was soll das jetzt hier? Ich versuch mal anzuschieben. Der dreht auch gar nicht mehr jetzt hier. Nichts mehr. Macht hinten, der. Hinten, die Düsen, die sind dran. Ja, das. Deshalb, der hat vergessen, wieder auf Räder umzustellen. Die Umschaltung hat nicht funktioniert. Ja, aber das. Der dreht sich jetzt noch nicht mal mehr, das ist doch scheiße. Ja. Schön gemacht. Ach, ey, Mann. Tom, ich glaube, der will gekillt werden. Nee. Nein, der will nicht gekillt werden, aber der hängt wie eine Klette jetzt an uns. Wir passen gar nicht zusammen. Hier, Hunter und Survivalisten. Hostage? Soll ich ihn killen? Kann ich gatten jetzt? Warte mal. Ja, gatten. Können wir alle? Ich Fleisch auf dem Boden. Ich könnte schon Released Hostage machen. Begriff Painkiller. Plus 125 Punkte, wer noch möchte. Oh, jetzt ist er schon umgekippt. Ja. Tja. Winbro. Winbro. Plus 125 Punkte. Ja. Auch nicht schlecht. Strange Raw Meat. Ja. Nennt sich das. Ich nehme auch noch ein Stück von ihm mit. Ja. Hier ist nicht eine Waffe drin. Hat der nicht mal eine Pistole für mich oder sowas? Was? Pistole brauchst du? Ja, irgendwas. Ich hab ja nix. Warte. Jo. Ja. Hast ein paar Magazine auch dabei. Ich weiß gar nicht, 3, 4? Weiß ich nicht. Ja, richtig. Oh, sehr gut. Haben wir so mit was rote Munition. Tja, wenn schon nicht. So, ich bin jetzt hier raus. Plupp. Plupp.
Hey, rein da! So eine Scheiße, was immer das gleiche. Schieb die Tür nicht weg, Mann. Ich bin auch da durch. Ich bin oben. Warum? Ja, weil du unten warst noch. Oh, hier ist nichts. Ist bei dir mehr? Noch nicht. Scheiße. Hier den Tower. Nimm den Tower. Ah, hier ist eine Waffenkiste. Was haben wir denn hier? Komm im Tower. Ganz klasse, M16A2 ist hier drin. Naja, besser als nichts, ne? Ach stimmt, du hast ja noch nichts. So, ich bin bei dir. Ich geh weiter nach oben. Und? Erste Hilfe. Boah, krieg ich hier überhaupt alles hier rein? Ah, ich muss halt mal hier wegpacken, dann mach ich das. So. Ich operiere dich mal eben. Ja. Du wolltest auch noch operiert werden, ne, Chris? Ich bin gerade in den Hangar drin. In den Hangaren. Hangaren? Wie ist die Metze von Hangar? Hangars. Oder soll ich eine andere Waffe nehmen? Ich glaube, die war gut, ne? Ich muss sie mal ausprobieren hier. Lass mal zusammen runtergehen. Moment, ich muss hier mal durchgucken. Ah, Kim und Korn geht, aber hat noch jemand ein Visier? Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Stück. Obwohl, ich glaube, der T ist doch noch besser, ne? Ja, sicher. Ich habe ein EOTech G33 und ein ARCOG Black. Sehr gut. Ich nehme mal die M4A3 Woodland, ne? Ich glaube, die ist nicht schlecht, oder? Oh, M4, angepinselt. Ach du Scheiße, Kim und Korn ist ja... Ja, ich hab doch hier noch was. Willst du denn haben? ARCOG Black oder das EOTech? Nein, das ARCOG. Soll ich das reinmachen? Ja, bitte. Jo. Ja. Oh, prima. Sehr gut. Alles klar, das geht's. Ja, warte.